Ja, lock dich nicht auf eine Treppe aus. Na gut. Ja, bis gleich zum Part. Hallo, ich Spanis heute. Guten Abend und willkommen zurück zum Let's Play, ja, Let's Show zu Champions of Regnum. Gut, wir müssen Albino Bären besiegen. Ich habe, ungefähr 1,25 Level gemacht durch Reichsquests. Aber das ist sowas von langweilig. Man muss eigentlich immer vom Anfängergebiet ins, in die große Stadt. Birka, genau. Also nein, nicht in die große Stadt. Die große Stadt ist Monsonier. Aber eigentlich immer von Ding unten. Ah, ich kann es nicht merken. Birka hoch in die Anfänger. Das Anfängerdorf. Ja, besiege ich halt den Albino-Bär. Den Wilden. So. Da kann man noch. Ich habe irgendwas noch gesammelt. Ja, Manöver. Habe ich noch geskillt. Gut. Was? Ich muss Langbögen besitzen. Das steht aber nicht. Frechheit. Na gut. Feuerstab der Runen. Ja, ist auch wieder langsamer Stab. Ist ja nicht so beliebt. Bartaxt. -6% kritische Treffer. Wow. Das lohnt sich ja. Naja. Ja, jetzt heute Abend bin ich ein bisschen ausgepowert, da ist Konzentration ein bisschen am Arsch und ja, Regnum macht es gerade auch keinen Spaß, wenn nur Spanier online sind. Argentinier. Und ja. Auf etwas anderes habe ich jetzt keine Lust, also Champions of Regnum. Ich will ja auch sehr schnell nach oben kommen. Aber ja, die Reisquests sind mir ein bisschen im Weg. Nun gut. Ja, wenn man so reinkommt und direkt unter einem Dach spawnt und dann noch so von ganz wenig Spaniern begutachtet wird. Oh, ich bin so schön, der Hase. Ich bin so ein Model-Hase. Oh. Nein, dann fühlt man sich zuerst einmal schön willkommen, oder? Ja, sehr willkommen. Und dann hat man so richtig Lust auf Spielen, wenn man doch so gute Reichsquests machen kann. Oh, sind die innovativ. Achtung, Satire. Nun gut. So, 68. Ja, ist besser. Gut. Schön. Ja, dann haben wir hier eine Quest zum Abgeben. Da drinnen. So, das war Albino Bär Quest. Okay. Und hier haben wir rote Pilzprobe im Wendlandwald. Ja, das. Die Pilze sind mir schon aufgefallen. Eine Quest haben wir noch. Da hinten. Mhm.
Okay, dann müssen wir ein Schwert holen. Hallo. Ah, der ist oben. So ein Mist. Ein Schwert abgeholt und dann wieder zurück. Wow, die beste Quest ever. Ja gut. So. Heizofen interagieren. Und wo ist der Heizofen? Ja, was macht er da in der Mitte? Ja, du bist nicht vorwärts gekommen. Dachte schon, du leckst. Ja, toll. Da drin. Es ist nicht normal. Immer alles muss oben sein. So, haben wir das auch. Kann mir doch nicht alles merken. Und wieder zurück. Was sind denn das für Quests? Ist ja klar, dass das Spiel nicht viel Erfolg hat. Und da war er gerade, als ich aus dem Haus gegangen bin. Habe ich so einen Links dran gehabt. Das Spiel merkt irgendwie gar nicht, dass ich aufgehört habe, links zu drehen. Naja. Okay, dann noch in die Mitte. Habe ich jetzt das Amulett? Noch nicht. Das war's. Ein Ring, glaube ich. Igmar, der Verdammte. Igmar, ich bin verdammt. Ich bin Igmar, der Verdammte. Monho. Das geht ja gar nicht. So, jetzt bist du aber oben, hä? Ja. Dankeschön. Gut, wenn man nicht liest, dann weiß man manchmal nicht wohin, aber... What? Muss man noch etwas machen draußen oder sowas? Aber jetzt gehe ich zuerst Pilze pflücken. Magic Mesh Mushrooms. Ui. So. Wie viel Platz? Ja, noch lange nicht. Gut. Ein bisschen abkürzen, ja, nicht so, dass man runterfällt. Gut. Aber wir sind ja schon Level 17, also so lange geht's nicht mehr. So, dann müssen wir mit dem da vorne reden. Und wo sind die Pilze genau? Oben rechts. Orkknecht sind die. Das irgendwie ist ein bisschen hakelig. Keine Ahnung, was das Problem ist. Pilze sind hier oben. Das ist der Feenlandwald. Na gut. Ja, ja. Also wieder nach oben. Und dann Pilze pflücken. Da kann man nicht hoch, schade. Aber es ist schön zu Slalom. Der ist auch die ganze Zeit bei mir.
Er hat wahrscheinlich die gleichen Quests, ist anspruchsvoll, also ein bisschen höher als ich, ganz, ganz minimal. Aber er spielt wahrscheinlich auch schon sehr viel länger. Jesus Kützer. What the fuck? Einer heißt irgendwie El Bar, Baro, irgendwas. Oder Grambabaro, genau, Grambabaro. Der große Barbar namens irgendwas, was ich nicht merken kann. Ja, und jetzt? Lucian töten. Gut. Gift ihm voll! Naja. Schon ein bisschen üben. Hit and run! Na. Wo muss ich jetzt die Pilze? Was gehört jetzt? Geht in Richtung Finnlandwald. X. Da unten? Ja, das gehe ich später machen. Ja, dann haben wir das gelöst. Können wieder in die Stadt rein. Comproc Drops CJ. Die wechseln schon wieder ab, die Forts. Ist doch langweilig. Ja, gut. Da oben. Ja. So. Quest abgegeben. Und da vorne. Auch wieder da oben. Abgeben. Ja, und jetzt willst du noch mehr. Schauen wir kurz. Da vorne. Okay. Zum Alchemist. Ja, Waffenschmied. Oh, große Abenteuer. Das ist mal krass. So, wir geben die Sachen ab. Verkaufen den Mist. Konzentration. Gut. Dann können wir mal kurz killen. Oder ja, das machen wir später. Mal noch ein paar Quests annehmen. Gold gibt es. Noch eine. Nehmen wir die Quest ganz dort hinten. Oben. Nein, hier. So. Gut, haben wir wieder 5. Also, dann gehen wir ja direkt mal ganz nach unten. Was ist jetzt mit dem? Herofan Niklas. Toto bien. Toto bien. NN. CAK. Amanda L. Gazzo de Nuevo. Scheinbar ist er neu, oder was? Ja, ja, ja. Oder du bist. Ah, der Hero ist neu. Ja, 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 ja. Komisches Völkchen. Ah, schön, Hakel. Merkt ihr das? Okay.
Es wechselt zwischen 10 und 60 FPS. Und das müsste an der Engine liegen, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so mit der Physik aus, also mit dem computertechnischen Arbeitsspeicher und so. Aber eventuell frisst einfach das Game zu viel. Weiß nicht, optimiert ist auf Windows 10. So. Und Fraps natürlich auch sehr viel kostet. Ich muss endlich mal wechseln auf Open Broadcaster Software. Aber da habe ich so wenig Ahnung. Ah, ich muss runtergehen. Gut. Da ist es wieder lagfrei, ja. Okay. Also, hier müssen wir rote PC klauen. Dann klauen wir mal rote Champignon, ja klar. Ja, die gibt es dort oben im Norden. Ja. Also ich kenne nur weiße und braune Champignons, aber scheinbar haben die Entwickler keine Ahnung von Champignons. Die roten Pilze sind die Reiziger. Und noch eins, aber so ein giftiger Pilz. Gibt vielleicht noch mehr. Aber die kann man schön beritten pflücken, oder? Das geht so leicht. Mach das auch mal von einem Tiger. Einfach mal ein bisschen lange Arme machen. So. Noch ein. Haben wir doch ein? Da ist noch ein. Schön. Ah, die spawnen einfach wieder. Cool. Ja, und jetzt. Orkknecht. Troll. Der Troll, der kann mehr getrollt bleiben. Lucian. Werwolf. Wieso heißen die jetzt plötzlich Werwolf, wenn sie schon Lucian heißt? Keine Ahnung. Sie haben keinen Bock, Namen zu finden. Oder weiterzumachen. Ausgewachsener Schneewolf. Hier gibt's keine Schneewölfchen. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Mussten machen Sachen. Ja, Orknechts sind auch nicht hier. Doch, ist einer. Ein Face haben wir hier noch. So, Konzentration und Jagd. Los. Oh je. Der hat aber nichts gegeben. So ein böser Ork nicht, oder? Geht mal gar nicht. Ja, gehst aber lange, bis du wieder stehen stehst. Ja. So. Ja, jetzt ist er. Eigentlich immer zum zweiten. Als Peter Quest habe ich das irgendwie beim zweiten Mal. Ist wahrscheinlich so hardcoded. Aha. Lucian töten wahrscheinlich da. Lucian! Die sind doch da irgendwo. Oh, da ist jetzt mal wieder einer, der natürlich mir Geld protzen muss.
gut. Wie viel? 50 Euro? Und glaube ich irgendwie 70, weiß jetzt nicht, aber völlig überteil. Helion oder was? Nein, wie heißt er? Kann ich ja mal nachschauen. Ja, Helion. 30 Euro. Haben die das viel billiger gemacht? Okay. Oh, scheinbar konnten sie den nicht mehr verkaufen. Oh. Na gut. So. Ja, dann haben sie wahrscheinlich den Preis einfach halbiert. Wo ist jetzt der... Lucian? Wo gibt's die schon wieder? Unten. Genau unten dran. Das ist ein junger Lucian. Ich bin noch am überlegen, was ich für ein Reittier hole, aber wahrscheinlich nur so ein... kein Pferd, aber irgendwas. Ja. Was passt zu einem Hasen? Ein Benku. Ein Benku. Oh, ein weißer uralter Löwe. Ein Hase auf einem Löwen. Ja, dann lieber ein Rebhuhn. Ja, ja. Ein Einhorn, oder? Nein, ich werde, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich so einen Benku nehmen. Also bei Ignis haben sie gesagt, ich sei nicht so toll. Mir haben sie dort gefallen. Ja, Benku, weißer alter Löwe oder ein Grizzlybär. Nein, ein, ja, Albino. Nein, ein Grizzlybär. ein kleines Hälschen auf einem Grizzlybär. Ja. Ich weiß es nicht, also Grizzlybär passt nicht. Noch eine Quest, komm. So. Hier noch abgeben. Und Level Up. Jetzt können wir zum Abschluss dieses Partes noch kurz gehen. Dafür müssen wir ja schon wieder dort hinten hin. So, da. Trainieren. Also für zwei. Nein, für ein Level. Okay. Meditation? Nö. Ja. Zurücksetzen. Trainieren. Also mal hier, Fluch der Zyklopen ist was? So nütz. Ich lasse das mal. Ich lasse das mal hier. Noch eins, noch eins. Werde 3. Ja, dann bleibst du bei 2. So. Dann hier. Ich habe ja noch keinen Langbogen. Ja, dann lasse ich das mal. Doppelschuss. Niederstreckende Pfeil brauche ich jetzt wirklich nicht. Das noch nehmen. Dann hier mal klebige Berührung, oder? Einfach mal austesten. Hm.
So, die Vergeltung mache ich mal. Und hier Akrobatik. Außer Chance ist jetzt noch nichts. Ausweichtaktik auch. Dann lieber Beweglichkeit noch. Ausweichen nicht. Ja, toll. Frechheit. Ja, klebrige Berührung weg. Oh, Ignus Scorch. Unbedingt nehmen. Windstoß ist was? Schwindel. Ja, ab wann soll ich denn wieder aufladbare Pfeile nehmen? Zieht wahnsinnig viel gesund. Ich denke, ich nehme wieder aufladbare Pfeile, wenn ich dann viel Leben und Mana habe oder so. Es weniger kostet. Ja gut, Hinterhalt. Umgehauen. Schutz. So. Ich will aber noch etwas aus. Das bringt's gar nicht. Ich will noch etwas. Ja, okay. Lassen wir's. Ja, dann muss ich das nochmal richtig equippen. Akrobatik, Schnelligkeit mache ich mal hinten hin. Ja, mache ich mal oben hin. Todesurteil ist hier. Schlangen. Ah, das ist jetzt noch eins mehr dazu gekommen. So. Also im nächsten Part probieren wir dann die Ignis Torch aus und so. Ja. Ja, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Reichsquests machen. Je nachdem, ob ich Bock habe oder nicht. Chip Japan oder was? Genau. Jo. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragon Master. Auf Wiedersehen.